Hallo Internet und willkommen zu meiner Filmreview von Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles! Teenage Mutant Ninja Turtles vom Produzenten Michael Bay. Wie ihr anhand meines T-Shirts vielleicht schon vermutet habt, bin ich tatsächlich ein Turtles-Fan. Oh yeah! Gerade deswegen und weil ich wusste, dass Michael Bay seine Finger da im Spiel hat, war ich von vornherein sehr skeptisch. Was jeden über den Film von vornherein schon bekannt sein dürfte, ist die Kontroverse um das Aussehen der Turtles. Ja, sie sehen scheiße aus. Ich meine, ein bisschen einen realistischeren Ansatz zu finden ist ja eine Sache. Aber man muss sie ja nicht gleich so aussehen lassen, als hätte der unglaubliche Hulk ein Turtok genommen und das war so richtig schön durchgeblendet. Hulk Smash! Turtok! Turtok! Smash! Turtok! 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 Zumindest sehen die Turtles für mich so aus. Gut, dass die Turtles scheiße aussehen, wussten wir jetzt mindestens schon seit dem ersten Trailer, der vor Monaten mal rauskam. Aber ich habe mir von vornherein gesagt, gut, ich lasse das außer Acht. Ich versuche ganz objektiv diesen Film zu sehen. Und ich habe wirklich versucht, den Film gut zu finden, ja? Gott weiß, ich habe es so sehr versucht. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, möchte ich mich eigentlich nicht hinstellen und sagen, tja, hab's euch ja gleich gesagt. Nichtsdestotrotz stehe ich jetzt hier vor der Kamera und sage euch, ja, ich hab's euch gleich gesagt. Dieser Film ist wirklich Mist. Das fängt schon damit an, dass für mich die Turtles in diesem Film keine Ninjas sind. Und da der Film Teenage Mutant Ninja Turtles heißt, kann man das ja eigentlich erwarten. Anstelle davon, dass sie koordiniert zusammenarbeiten als ein Team und gemeinsam durch die Nacht streifen, um ihre Gegner ninja-mäßig auszuschalten, sind die hier einfach total überpowerte Testosteron-Anabolika-Viecher. Was man von den Turtles erwarten würde, wäre sowas wie... Stattdessen bekommt man sowas hier. Ich meine, klar, okay, die Turtles sind groß, die Turtles sind stark, die Turtles sind Mutanten. Vollkommen egal, auf was für einen Drogentrip dieses gesamte Produktionsteam da war. Aber, die Turtles sind doch nicht so stark, dass sie ganze Frachtcontainer wegkicken können. Naja, laut dem Film sind sie es schon. Und das ist so eine Sache, die passt schon mal gar nicht in dieses gesamte Turtles-Konzept, aber dazu später mehr. Der nächste Punkt, der für mich komplett Banane ist, ist die Origin-Story. Ja, schön und gut, die Origin-Story, je nach Comicbüchern, Serie, Film, was auch immer, variiert immer so ein bisschen. Ist okay. Trotzdem haben zumindest alle Origin-Stories, die mir von den Turtles bekannt sind, gemeinsam, dass Splinter entweder mal ein krasser Martial-Artist-Kämpfer selber war, als Mensch, oder aber, dass er als Haustier eines krassen Martial-Arts-Kämpfers war. Das macht dann später sofern Sinn, da ja Meister Splinter der Meister der Turtles ist und diese Ninjas sind und, ja, er sie zu Ninjas ausbildet. Woher soll der sein Wissen sonst haben? In diesem Film ist es ein bisschen anders. Splinter und die Turtles sind in diesem Film im wahrsten Sinne des Wortes Laborratten, die durch eine Kette unglücklicher Ereignisse in der Kanalisation landen. So weit, so gut. Nachdem Splinter und die Turtles dann unten in der Kanalisation landen, findet Splinter ein Buch. Ein Buch über Ninjutsu. Und dieses Buch liest er. Mit Bildern. Er kann ja nicht lesen, so richtig. Er hat nur Bilder. Und anhand von diesen Bildern wird er dann der mega krasse Sensei. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Mir ist schon klar, dass man bei so einer Art Film nicht auf Realismus setzen muss oder sollte. Aber trotzdem ist doch der Grundgedanke her, dass man sagt, okay, ich war mal ein Martial Arts Kampfkunstmeister und
ich bin eine stinknormale Ratte und ich finde ein Buch. Und dadurch werde ich der Mega-Motherfucker schlechthin. Selbst für die ganzen Turtles-Verhältnisse ist das Schwachsinn. Ein weiterer Punkt, der mal einfach komplett keine Substanz hat, ist Shredder. Eigentlich ist es so, dass Shredder je nach Origin-Story ein Feind von Meister Splinter war oder ein Feind von Meister Splinters Herrchen. Und da der Typ komplett am Arsch in seinem Kopf ist, möchte er einfach die Turtles meucheln und morden, weil er immer noch Rache an Splinter oder halt an den Meister von Splinter will. In diesem Film hat er absolut null Bezug zu den Turtles oder zu Splinter und ist irgendein seltsamer Ökoterrorist. Ich lasse jetzt auch hier mal das Detail außer Acht, dass er aussieht wie eine Kreuzung aus dem Transformer und Wolverine. Oliver! Shredder! Aber gut, das sind jetzt alles Punkte, die wirklich nur Leute interessieren, die das Quellmaterial kennen. Andere Kinogänger stören sich daran natürlich nicht. Deswegen ist es umso schlimmer, dass der gesamte Film auch bei sämtlichen normalen Aspekten versagt. Die Witze in diesem Film sind auf dem Papier schon schlecht und werden nicht dadurch besser, dass diese widerlichen Turtles in die Kamera furzen. Jupp, das passiert wirklich. Der Film versucht wirklich witzig zu sein, aber er schafft es nicht. Es wirkt einfach alles total krampfhaft und erzwungen. Genauso erzwungen wie die messerscharfen Dialoge. Ich stelle einen Bösewicht nicht erfolgreich als böse dar, wenn ich ihn Sachen sagen lasse wie: Wenn ihr die Turtles nicht finden könnt, dann nehmt halt Unbeteiligte als Köder. Oder auch sowas wie: Ha, verdammt, die Geschichte wiederholt sich. Als ich damals deinen Vater erschossen habe, habe ich nicht so viele Kugeln gebraucht. Ich meine, das ist doch lächerlich, sowas sagt doch keiner. Das ist so, als ob die sagen würden: Hey, Micha, denkst du, wir haben den Shredder und so mittlerweile böse genug dargestellt? Boah, ich weiß nicht, was hat er denn so gemacht? Naja, bis jetzt stand er nur im Dunkeln rum und hat böse gegrummelt. Ja, nee, so geht das nicht. Woher sollen die Leute denn wissen, dass der böse ist? Lass dir mal so ein paar gemeine Sachen sagen, so. Ja, das ist eine gute Idee, aber was sagen denn böse Leute so? Ja, du, ich weiß auch nicht. Die machen Leute kaputt, die nichts damit zu tun haben. So Unbeteiligte und so. Unbeteiligte Menschen verletzen. Wirklich, dieser Film ist so furchtbar schlecht geschrieben, das hätte, glaube ich besser machen können. Ich meine, wenn Shredder jetzt New York zerstören will, aus verschiedenen Gründen, warum sucht er sich irgendein komisches Mittel, das mit dem Blut der Turtles zusammenhängt, um die Leute zu vergiften? Er könnte ja nicht zum Beispiel einfach, ich weiß auch nicht, ein paar Bomben in der Stadt platzieren. Nein, es müssen die Turtles sein. Genau an sowas merkt man, wie furchtbar dieser Plot ist, weil man könnte die Turtles nehmen und gegen komplett andere Charaktere austauschen. Das wäre scheißegal. Der Plot würde trotzdem funktionieren. Und das ist einfach dann kein guter Plot. Ich meine, die Grundidee hinter den Turtles ist ja, dass das Konzept an und für sich schon komplett lächerlich ist. Riesige, mutierte Teenager-Ninja-Schildkröten. Ich meine, hallo? Genau deswegen hätte man den Film auch einfach anders aufziehen müssen, mit einer richtig großen Menge an Eigenhumor. Wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, Guardians of the Galaxy. Ja, und Megan Fox ist halt Megan Fox. Ich finde die Alte so kacke. Der Film ist einfach nur lauwarme Schildkrötensuppe. Wortspiel. Und genau deswegen müsst ihr diesen Film nicht sehen. Investiert euer Geld in was anderes. Das Geld für die Kinokarte könnt ihr euch sparen. Der Film bekommt von mir wirklich gut gemeinte 6,5 von 10 Punkten. So, das war meine Review zu der Enttäuschung namens Teenage Mutant Ninja Turtles. Falls ihr die Review interessant fandet oder aufschlussreich oder weiß der Geier was, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, sich noch eine weitere Review von mir anzugucken. Zum Beispiel die von Dracula Untold. Die solltet ihr jetzt hier irgendwo sehen, sofern ich nicht vergesse, das später rein zu editieren. Ich hoffe doch, denn sonst sieht das jetzt wahrscheinlich sehr dämlich aus. Und ansonsten habe ich auch noch ein Let's Play von Batman Arkham Asylum am Laufen. Das seht ihr jetzt hier. Auch da gilt wieder, ich hoffe, ich editiere es rein und vergesse es nicht. Falls euch das interessiert, könnt ihr auch da reinschauen. Und ansonsten sage ich erstmal tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.